Turbine dient sowohl als eine Schwarmanlage für WSP-9-Gruppen als auch als Aktor für den Generator, der das mechanische Personal des Testgeländes mit Energie versorgt. Oh, mein Loot. Oh, Alter, das gibt's ja. Diebe! Nein! Ja, genau, nimm sie da mit. Will mitnehmen. Bis ich sie wieder bekomme. Nein, ich krieg's nicht. Ey! Nicht auf mich schießen, ich bin am Looten. Oh, ihr witzigen Dinger. Alter, hier so widerspenstig. Hm. Während des Lootens auf einen zu schießen, ist nicht gerade die feine englische Art. Definitiv, aber das Problem ist, wir sind in der Sowjetunion. Ich glaube, da heißt es Bruderschaft oder so. Irgendwie ist das Ding dorthin gerudert. Naja, egal. Ich habe so das Gefühl, dass ich heruntergespült werde in der Kloschüssel. Na danke, jetzt auch noch Wasser von oben. Super. Macht mir Mut, Schatz. Guck mal, da ist sogar Wasser. Ja, nur ein bisschen. Da, 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 da. Ah. Oh. Hey, die Geräusche hören sich gar nicht gut an. Hören sich an, als ob jemand gerade einen flotten Auto hat. Als ob der Duke hier wäre. Da haben wir Silber. Müssen wir nur noch Gold holen? Dann sind wir hier durch. Bauplan. Also für die Kalasch, genau. Oh, guck mal, da hat jemand ein Bildchen gemalt. Das wird bestimmt eine Muschmusch. Die Dinger sind schon krass, ne? Vor allem, wenn man dann weiß, dass das ein Permeo Mobile ist. Was wir zwar heute immer noch nicht hingekriegt haben, aber. Enorme Leistung, ja, Respekt. Die Planungsabteilung von Testgelände 6 ist zuständig für erstens Lösungsfindungen für den Bau und die Unterstützung zukünftiger Testwerkstätten, zweitens Erstellung von Bauplänen für Sanierung und den Bau neuer Gebäude, drittens Erstellung von Designspezifikationen und Kostenvoranschlägen für Bauvorhaben und viertens Aufstellung von planungsbezogenen Leistungsbeschreibungen. Ach du Scheiße. Gibt so viele Wege. Aber oben ist das Goldene. Müsste die hier sein.
Die anderen wären zu leicht. Jetzt anlaufen und nachtreten. Hier komme ich so nicht rein. Schön. Er macht sich die Glatze schön. Okay. Genug ist genug. Fällt da tief. Aber auch von hier unten nicht drehen kann oder so. So gefährlich ist es hier auch nicht, dass ich die ganze Zeit mit Betsy rumlaufen muss. Ah, gerade voll entspannt, weil ich gerade irgendwo den Sinn nicht sehe. Ich kann mich doch nicht festhalten. Okay. Aha. Ich bin jetzt mal Geisterjäger. Hui. Ich bin nur die Rutsche. Kanonenbauplan. Oh, das fette Ding jetzt. Das nächste, was wir testen. Bist du? Warte. Oh, leuchtende Bälle. Dahin und rot muss dahin. Du bist mir zu nah. Tada! Das war ja einfach. Easy! Aus. Nee. Hoch, runter. Nee. War ein Versuch wert. Ich glaube, Jana. Schön, dass du da warst. Bis Borschen. Borschen? Nee. Komm ich jetzt auf Motion? Bis zum nächsten Mal. Eieieiei. Da ist man jetzt hier schon wieder voll durcheinander. Passiert da nicht viel. Dann da hat's kaputt gemacht. Steht rechts oder runter? Runter. Okay. Ah.
Also ich vermute nur mal, dass ich da irgendwie... rüberkommen muss. Oh, bin ich auf der Seite und das hat mir gerade gar nichts gebracht. Ich da irgendwie... Ich könnte das einfach... Oder jetzt einfach rüberlaufen könnte. Oh. Ah, funktioniert wohl nur, wenn der da oben drauf steht. Gerade echt nicht, was ich mache. Aber das stört ja nicht, ne? Das Ding hat an der Stelle ein Gitter. Nicht mehr dran gedacht. Nervt mich so. Wenn nur das Teil wird gedreht, das andere wird gar nicht gedreht. Ah. Der Meinung ist, drehen sich dann die ganze Zeit alle. Wenn ich jetzt drehe, erlaubt das nicht, weil es nicht funktioniert. Ach doch. Was hab ich jetzt? Also das Ding fickt mich gerade so richtig. Ich gerade den Sinn nicht ganz... Nicht zu dem Punkt. Tja, ja, das ist gerade irgendwie... Das ist ganz toll, jetzt kann ich da runterklettern. Ob ich da nicht noch so hinkommen würde. Das ist gerade so nervig. Oh, der hält sich nicht fest, dieser Flachwichser. Der sich denn nicht fest? Ja, du
bist so ein Schmalspurenwichser, ey. Dankeschön, Schatz. Dadurch bin ich drauf gekommen, weil ich es gesehen habe. Bei welcher Lösung warst du denn? Ah, okay. Genau. Du wolltest es andersrum machen. Okay. Gut. Wem ist? Wo muss ich jetzt hin? Was gerade übersehen? Ah, hier hoch. Boah, das heißt, wir müssen noch mehr drehen. Oh. Doch nicht. Oh, schon. Ich kann bei dem Sprung diesen Schwung nicht benutzen. Es ist immer so lange gedauert, bis ich dann das Ding benutzen kann. Dann bin ich ja eigentlich ein bisschen näher dran, oder? Nein, da komme ich noch nicht mal dran. Zu hoch. LOL. Du sollst dich da bitte nur festhalten. Er will ja nicht weiterklettern. Okay, wir vergessen das einfach mal. Nicht schlecht. Um nicht zu sagen gut, Genosse Major. War das ein Witz? Auf wessen Kosten? Gehen wir weiter. Es war, wow. Lassen wir einfach mal stecken. Speichere Daten. Was soll es sein, Major? Waffen? Nein, ich will meinen. Nein, wir vergessen es mal mit dem Schwert. So. Und zwar hier. Hey, du? Mitte, das war den wir jetzt ja bekommen haben. Möglich es, Roboter zu betäuben. Ich will die nicht betäuben, ich will sie töten. Erhöht den Schaden. Erhöht den Schaden mit ihrem den Schaden. Erhöht die Feuerrate. Erhöht den Schaden. Betäubungsdauer. Erhöht Schaden gegen organische Gegner? Die Pflanzen. Also da...
EMP-Generator. Den kennen wir ja schon. Vom Dominator auf jeden Fall. Dann haben wir ja noch hier für die PM. Erweiterte Magazin nehme ich noch bekommen. Die auch nicht verkehrt. Die kleine, weil wir nutzen sie zwar selten, aber man hat wenigstens sowas schon mal, ne? Aber okay. Für die Dings haben wir noch nichts zu bekommen. Okay, wobei das ist schon, ne? Dass man das nicht anklicken kann im großen Video. Wäre cool. Gut. Um Fatboy nochmal kurz reingucken. Das Ding ist das, was ich haben will. War glaube ich. Ah, Testgelände 11. Die Minen sehen aber auch böse aus. Hm? Ja. Und auf zum nächsten.